Hallo, liebe Leute. Kleiner Quick-Tipp, weil ich selbst fürchterlich in diese Falle gestolpert bin. Und zwar geht es darum, Filmen mit dem iPhone und einem zusätzlichen Weitwinkelobjektiv, was sehr, sehr cool ist für Vlogs, weil man einfach viel besser und viel mehr auf den Schirm kriegt, ohne dabei den Arm irgendwo ganz weit wegzurecken, sondern das kann man relativ nah am Körper halten und trotzdem kriegt man ganz viel drauf und ansonsten hat man einfach noch Reserven, um noch viel mehr drauf zu bekommen. Also auch eine günstige Weitwinkellinse, meine hat glaube ich unter 20 Euro gekostet, ist super zum Vloggen. Das Problem ist aber selbstverständlich, dass die Weitwinkellinse das vordere Mikrofon abdeckt, das standardmäßig eingeschaltet ist und das führt dazu, dass der Ton komplett unbrauchbar ist. Das kann man relativ einfach beheben und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt gleich. So, jetzt muss ich schon lauter reden, damit er mich überhaupt versteht. Ich habe jetzt standardmäßig das vordere Mikrofon eingeschaltet, das eingeschaltet ist, wenn man die Frontkamera verwendet. Klingt scheiße und das liegt daran, dass das Weitwinkelobjektiv das Mikrofon verdeckt. Und schwuppdiwupp schaltet man um auf das untere Mikrofon. Schon ist der Ton wesentlich besser. Ich habe jetzt kein Zusatzmikrofon am iPhone. Es ist einfach nur das eingebaute untere Mikrofon, also das unten am Lightning-Anschluss. In der Filmic Pro App habt ihr die Möglichkeit, über die Einstellung ganz einfach die Kamera zu ändern. Wie man hier sieht, ist standardmäßig die Kamera vorne eingestellt und die wird vom Objektiv abgedeckt. Einfach umstellen auf Kamera unten und das war's schon. Natürlich kann man auch ein externes Mikrofon anschließen, aber darum geht es jetzt ja gar nicht. Es geht einfach darum, mit den einfachsten Mitteln zu filmen, die uns zur Verfügung stehen. Einzige Hilfsmittel hier eben die Weitwinkellinse. Und ja, es funktioniert tadellos. Ich bin da sehr begeistert und ich werde euch jetzt die Weitwinkellinse auch nochmal zeigen. So, das ist also die Weitwinkellinse, die ich hier verwende. Die hat hier so einen Clip dran und so einen Clip. Und da kann man die einfach aufs iPhone drauf tackern. Ich zeige euch das jetzt mal an meinem alten verranzten iPhone 5. Das ist jetzt aber auch völlig egal, geht bei jedem anderen iPhone genauso. Oder bei jedem anderen Smartphone. Das ist nicht aufs iPhone beschränkt. So, fertig. Schaut ein bisschen lustig aus, funktioniert aber total gut und liefert gute Ergebnisse, finde ich. Frontkamera sieht dann eben so aus. Und dann sieht man auch schon, da ist ja auch das Mikro direkt an der Kamera. Und das wird eben normalerweise von der Linse verdeckt. Die Linse gibt es bei Amazon für unter 20 Euro. Ich verlinke da drauf. Ja, das war's. Ja, das war ein kleiner Quick-Tipp zum Filmen mit dem iPhone. Völlig unspektakulär produziert und aufgenommen, keine lange Nachbearbeitung. Eben ein Quick-Tipp. Soll ja auch schnell gehen. Und jetzt könnt ihr an dem Bild übrigens sehen, dass ich ohne das Weitwinkelobjektiv filme, gleicher Abstand zur Kamera. Also es ist schon ein erheblicher Unterschied. Man kriegt einfach mit dem Objektiv wesentlich mehr drauf. Und das kann man auch in der Hosentasche mit sich rumschleppen. Super Teil, ich finde es total cool. So viel dazu. Das war's. Also, macht's gut. Ciao.